Was für eine Scheiße. Das ist schon krass. Dann fahr ich lieber mit dem Fahrrad als mit dem Auto. Ganz ehrlich, ich hab echt keinen Bock mehr auf den Scheiß. Diverse Medienberichte wie dieser treiben Elektroautofahrer zur Weißglut. Los ging's beim NDR in Hamburg. Ein E-Golf-Automatik, Reichweite maximal 330 Kilometer. Ach du Scheiße. Was? Hat abgebrochen. Wieder warten. Er musste die Säule komplett neu starten, weil irgendwas hat nicht funktioniert. Der Ladevorgang wird gestartet. Dauert aber nochmal 40 Minuten. Wir haben uns gefragt, bilden solche Berichte tatsächliche Alltagserfahrungen ab? Das war anstrengend. Also ich war ja mal ganz euphorisch am Anfang, so vom Fahrgefühl ist es auch nett, aber... Also ein Stadtauto, das funktioniert. Aber für lange Strecken ist es vollkommen ungeeignet. Doch wie real sind diese Momentaufnahmen von einzelnen Reportern? Im Fall des NDR waren es 8 Stunden für knapp 300 Kilometer und Fahrtkosten von 40 Euro. Wir haben immer mehr Fahrzeuge auf dem Markt und eine immer größere Auswahl. Und ich habe immer das Gefühl, dass die Reporter das ungeeignetste Fahrzeug nutzen, was sie für ihren Test bekommen können. Für uns Grund genug, uns mal mit Menschen zu unterhalten, die sich jeden Tag mit dem Thema Elektromobilität sowohl privat als auch beruflich auseinandersetzen. Wie sind deren Alltagserfahrungen? Wie gestaltet sich das Leben mit einem Elektroauto? Ich bin jetzt in einem Jahr nicht einmal unter 10% Akkustand gekommen, weil immer irgendwie nachgeladen wurde und es passt wunderbar rein. Also ein kleines bisschen sollte man sich auseinandersetzen, dass man nicht zu 100% ins kalte Wasser springt, aber eben wenn man Nutzererfahrung oder wir sehen das oft, dass wir ja auch die Autos vermieten, dass die Leute so in den ersten paar Tagen dann immer durchaus auch mal negative Erfahrungen machen, nicht immer gleich liegen bleiben. Das passiert extremst selten, meistens nur den alten Hasen, weil sie zu hart ans Limit gehen und nicht den Anfängern, die sind da vorsichtig genug, aber wir haben noch vor anderthalb, zwei Jahren regelmäßig Zuschriften bekommen, das Auto lädt nicht, der ist kaputt. Ich war jetzt schon an 4 Schnellladern und das Auto lädt nicht. Und wir sagen dann, schreiben Sie mir nochmal, welche Lader das waren und haben dann so in die nördigen Verzeichnisse geguckt, und weil meistens nicht das Auto schuld war. Und so eine E-Mails kriegen wir jetzt auch nicht mehr. Mhm. Ja, also dass die Ladeinfrastruktur schon, ich habe ja eben auch die Beispiele vor einem Jahr angeführt, dass das schon deutlich besser geworden ist. Also wir haben unterwegs so circa alle 120 Kilometer einen Stopp gemacht und den auch zum Laden genutzt. Ich muss dazu sagen, ich habe meine Fahrweise jetzt nicht umändern müssen, weil ich habe ein bisschen Rückenprobleme und so. Das heißt, ich habe auch mit meinem vorherigen Fahrzeugen immer bei solchen Strecken so nach einer Stunde eine Pause gemacht. Ich fahre seit 8 Jahren elektrisch. Warum? Erstmal war es eine Preisersparnis in meinen Augen, und im urbanen Bereich braucht man kein großes Auto, und wir haben ein Citroën C0. Der hat mittlerweile 160.000 Kilometer runter, erste Bremsscheiben, erste Bremsbeläge drauf und ist in meinen Augen in der Stadt sowieso eine eierlegende Wollmilchsau, weil man findet immer einen Parkplatz, und das mit dem Laden wird aus meiner Sicht zum größten Teil überbewertet. Das verschwindet nachher im Alltag. Bei der Tour de Sens zeigten Stefan und Steve, dass man für 400 Kilometer in einem modernen Elektroauto nicht zwingend 8 Stunden unterwegs sein muss. Es gibt sicher auch Autojournalisten, die es besser können. Ich nenne mal einen, mit dem ich mich mal unterhalten habe. Hauke Schrieber, Autobild. Autobild denkt man gleich, da hat das E-Auto keinen guten Stand. Der ist 2 Wochen mit einem Kia e-Niro, der hat seinen Urlaub da verbracht, Kind war mit, und er hat auch sauber dokumentiert die Ladevorgänge. Und er ist mehrere tausend Kilometer mit dem Auto gefahren und die Welt war in Ordnung. Die Elektromobilität funktioniert bei Tesla oder im Stadtverkehr. Doch wie sieht es bei anderen Marken oder auf dem Land aus? Wenn man nach Norwegen guckt, da sind eben auf dem Land, gibt es auch ganz viele E-Autos. Die Leute haben da jetzt keine Einschränkungen in ihrer Mobilität, sondern die nutzen da ganz normal, wie jeder andere, sein Diesel oder Benziner, das E-Auto. Und das ist immer ein tolles Beispiel für mich, wie das funktionieren kann. Und bin aber jetzt privat auch kein Tesla-Fahrer mehr, sondern ihr habt es gesehen, ein Kia steht in der Einfahrt, und verglichen mit meinem nicht mehr ganz modernen Tesla oder nicht mehr ganz von 2014 war der, habe ich auf den meisten Strecken die gleiche Reisezeit. Also und damals hat so ein Auto 90.000 gekostet und heute kostet es nach BAFA 30.000 Euro. Also wir kriegen heute für 30.000 das, was wir
vor 4 oder 5 Jahren für 90.000 bekommen haben an Usability und Familientauglichkeit. Natürlich habe ich es mir nicht nehmen lassen, nochmal einen E-Golf selber von Hamburg nach Bad Bentheim zu manövrieren. Nach 4 Stunden, 40 Minuten, 16 Kilometer Rest, würde ich sagen, immer noch besser als unsere Experten vom NDR. Aber es wäre ein bisschen langweilig, wenn ich nur diesen E-Golf die gleiche Strecke runtergejagt hätte und gesagt hätte, ho, bin schneller, ole ole. Nein. Ich habe ihn mal verglichen mit dem ID3. Denn die Frage, die sich 2020 stellt, wir haben immer mehr Fahrzeuge auf dem Markt und eine immer größere Auswahl. Und ich habe immer das Gefühl, dass die Reporter das ungeeignetste Fahrzeug nutzen, was sie für ihren Test bekommen können. Versteht mich nicht falsch, der E-Golf war und ist ein tolles Elektroauto. Doch mit seinem Entwicklungsstand von 2017 mit 35 Kilowattstunden Batterie, 40 kW DC Ladeleistung ist er nicht mehr up to date und steht dem ID3, dem aktuellen Modell von Volkswagen, in einiges nach. Wenn man einen allgemeinen E-Mobilitätstest macht, um zu schauen, wie weit der Entwicklungsstand und die Alltagstauglichkeit ist, dann muss man auch ein aktuelles Fahrzeug nehmen. Deshalb ist Stefan auch parallel mit seinem ID3 die gleiche Strecke gefahren. Echt jetzt? Ist nicht sein Ernst, oder? Oh, Alter, wie spät ist denn das? 15 Uhr. Oh, weggeratzt. Ich habe schon ein bisschen gemütlich gemacht. Ich bin seit 13.30 hier. Seit 13.30? 13.30, ja. Das heißt also... 10.20 Uhr losgefahren, 3 Stunden 10 Minuten. Und nur weil ich Luft gelassen habe in den Kilometern. Ich bin jetzt, habe jetzt noch ein paar 50 Rest. So, also Fazit. Fahrzeug konzeptionell von 2017. Absolut unter 8 Stunden zu bewegen, ohne Probleme. Wussten wir, brauchen wir jetzt nicht nochmal ein tausendstes Mal wiederholen, aber wir haben es doch wiederholt, weil wir ja mal vergleichen wollten, wie es denn ist, wenn man so einen Test 2020 macht. Ja. Wie sieht es denn aus mit dem aktuellen Fahrzeug? Vor allem mit einem aktuellen Fahrzeug aus dem gleichen Konzern. Dass ein Tesla das schneller schafft, das wissen hier alle, die uns jetzt gerade zugucken. Das stimmt allerdings natürlich, ne? Genau. Aber das ist eben, das, es ist, er wird ja als das Volkselektroauto gehandelt, als der neue Golf sozusagen. Genau. Ne? Und damit lassen sie sich ja super vergleichen. Und da sieht man halt einfach mal wieder 1,5 Stunden schneller. Ja, auf 300 Kilometer, ne? Das ist jetzt ja wirklich erstaunlich. Ja, dann fährst du mal von Hamburg nach München, dann willst du ja nicht wissen, was da der Zeitunterschied ist. Das meine ich damit, genau. Ne? Also der E-Golf ist ein tolles Auto, ich will ihn nicht schlecht machen, um Gottes Willen. Ne? Nee. Aber er hat halt eben ein paar Defizite, die mit dem ID3 absolut ausgemerzt wurden. Und wenn man als Reporter heutzutage, würde ich sagen, so einen Test macht, dann... Bitte Leute, nehmt euch ein aktuelles Fahrzeug. Es muss kein ID3 sein, aber es gibt mittlerweile so viel auf dem Markt und ich habe es unterwegs auch schon gesagt, selbst wenn du dir einen Kona, einen e-Niro, einen Ioniq oder sonst irgendetwas nimmst, ne? Also nimmt für jemanden, für Leute, die sich auskennen, wirkt es immer so ein bisschen so, als nimmt man sich das ungeeignetste Auto genau. Für den jeweiligen Test. Gefühlt und, oft so. Genau. Und das ist erstmal per se ja schon mal schlimm genug, aber dass dann halt eben als Fazit daraus die E-Mobilität grundsätzlich in Frage gestellt wird, obwohl die Fahrzeuge so grundverschieden sind. Und das weiß jeder von euch da draußen, dass auch unter Dieselfahrzeugen ist jedes Fahrzeug grundverschieden. Der eine verbraucht 4 Liter, der andere 9 Liter. Bleibt also festzuhalten, wer mitreden möchte bei Elektroautos, der sollte sich bei Nutzern mit Realerfahrungen erkundigen und nicht bei irgendwelchen Reportern, die offensichtlich nur auf Werbeklicks aus sind. Währenddessen beweisen Elektroautofahrer deutschlandweit mit steigenden Zulassungszahlen, dass es bereits im Alltag ohne Probleme funktionieren kann.